Yo Leute, was geht? Willkommen zum Farming Simulator 2019. Jetzt sind wir wieder zurück und ich habe eine halbe Ewigkeit jetzt an dem Spiel schon mit Leute gespielt. Es steht schon, wir haben 322.000 Euro. Ich habe so viele Missionen schon wieder abgelegt. Upsala. Und ihr seht schon, ich habe unsere Felder dezent vernachlässigt. Also nur dezent. Überall Unkraut und Pipapo. Aber wir können schauen bei unseren Pferden hier. Wir müssen jetzt erstens wieder alles auffüllen, aber sie sind schon gut dabei. 37.000 sind die wert, 32.000. Wir machen mit dem auf jeden Fall ordentlich Umsatz, wenn wir sie jetzt verkaufen würden. Werde ich wahrscheinlich auch am nächsten Tag dann machen. Wir haben jetzt gerade 12.58 Uhr heute, am heutigen Tage. Ich hatte zwischendurch mit dem Spielstand ein bisschen Probleme. Aus irgendeinem Grund ist von der Mission sind die Fahrzeuge nicht mehr weggekommen. Ich konnte sie aber auch nicht zurückgeben. Am Verkaufsschalter, konnte aber auch nicht irgendwo als geliehen oder sie waren unsichtbar überall, außer wenn ich durchgetappt habe, waren sie halt noch da, wie diese typischen Missionsfahrzeuge halt, aber die Mission war abgeschlossen. Das war sehr komisch. Auf jeden Fall habe ich jetzt die Dateien von Farming Simulator durchforstet nach den Fahrzeugen und habe sie rausgelöscht, dass wieder hier Ruhe ist. Was war das denn jetzt? Aber ich habe mir gedacht, wir wollten die ganze Zeit mal was Neues ausprobieren. Neben den Pferden, wir wollen ein bisschen uns erweitern, ein bisschen den geistigen Punkt ein bisschen vergrößern. Deswegen habe ich gedacht, wir schauen heute mal. Land wollte ich schauen. Land. Und zwar, wie viel kostet zum Beispiel das Land jetzt? Ich will ein Grasland haben, auf jeden Fall. Das ist für mich wichtig. 100.000, 200.000 und du kostest 180.000. Wenn wir dich kaufen, haben wir noch 120.000. Wäre nicht mal doof, ne? Wie viel kostet du? Gucken, was halt wie viel kostet. Es wäre mir auch scheißegal, wenn es ein bisschen weit entfernt wäre jetzt am Ende. Aber dass halt der Preis jetzt stimmt, wäre jetzt cool. Ja, der Berg kostet 3 Millionen, ist klar. Kontostand. So, wenn wir das hier kaufen jetzt zum Beispiel, das kostet, ist 100.000 kostet das uns gerade mal. Haben wir 220.000 noch übrig. Das ist das Feld hier drüben. Wäre schon ganz nice, ne? Wir bräuchten halt einen neuen Trecker am Ende. Ist ein bisschen schräg beim Mähen. Aber geht schon, glaube ich. Das wird schon gehen. Hier oben die Flächen mähen. Mein Gott, hier muss ja auch irgendwas... Die Dinger hier, die verrotteten, verfolgten... Warum habt ihr mich denn nicht geschickt, hier zu mähen? Boah, das schaut echt eklig aus. Aber das Feld geht ja bis... Bis wohin geht denn das? Warte mal. Warte mal. Es geht genau bis dahin, wo ich gerade stehe. Das hier hätte halt eine Wiese, ne? Aber es ist dünner. Weil ich glaube, das Feld da drüben habe ich außersehen mal kaputt gemacht. Ich bin mir gar nicht mehr sicher. Ich habe irgendein Feld kaputt gemacht, weil ich außersehen eine Hütte gekauft habe. Ups. War jetzt nicht so schlau, aber ich bin nicht außersehen auf Kaufen gekommen. X-Land. So, guck mal. Wir brauchen mehr Land für uns. 157.000. Also wäre natürlich schon nice, wenn es groß genug ist. Es ist natürlich, wäre nice, das zu kaufen, weil dann könnten wir hier draus Feld machen komplett. Alles niedermachen. Und da drüben das größere Feld zum Abernten. Wenn ich jetzt überlege, wäre es gar nicht doof, ne? Weil wir können ein bisschen Geld sparen, mit den Hühnern noch ein bisschen was verdienen und... Ach, scheiß drauf, kaufen. Scheiß drauf, wir haben es doch. Ist ja nicht so, als ob unser Kredit uns immer noch im Nacken hängt. Bedeutet, wir müssen jetzt erstmal eine... Ding, so, warte mal. Jetzt schauen wir mal schnell in die Garage. Weil ich hätte gerne, wir haben jetzt momentan, ich würde dann gerne den hier kaufen. Für 238.000. Den können wir sowieso nicht mehr leisten. Wenn die Garage schauen, der hier ist noch 65.000 wert. Macht 200.000. Wird sich also ausgehen. Aber er hat 164 PS, darum geht es mir jetzt eigentlich gerade. Denn wir brauchen hier natürlich einen Grubber jetzt. Und, oh Gott, die brauchen ja so viel PS wieder.
Ich hasse es. Es ist einfach so zum Kotzen. Wie viel PS hat unsere nochmal? 164. Dann mieten wir schnell das Ding hier an. Mieten? Ja. Weil während dann unser Traktor das Zeug erledigt, können wir irgendwie schon, dass wir... Also Traktor! Wir bräuchten einen zweiten Traktor, zwar ganz ehrlich. Teilweise wäre es echt praktisch. Andere Frage, wo kriegt man Hühner her? Jetzt holen wir aber erstmal den Grubber. Weil wir müssen ja die zwei Felder jetzt ein bisschen bestellen. Das eine wird die Wiese. Was jetzt richtig nice war, ich kann nach hinten noch den Hühnerstall bauen. Auf was ich die ganze Zeit Bock hatte, aber nie gedacht habe, dass ich es wirklich hinkriege, weil ich immer diese Wiese haben wollte. Jetzt haben wir eine doppelt so große Wiese, die auch viel besser dann zum Ernten ist. Wo wir auch vielleicht ein paar Bäumchen zwischendurch anpflanzen können. Oh Gott, nee, das tue ich mir gleich noch nicht an. Das tue ich mir an, wenn wir die passenden Maschinen haben. Oder wenn wir, sagen wir, in der Preiskategorie der verschiedenen Dinger arbeiten können. So. Aber heute kommt ein Hühnerstall. So schaut's aus. Ja. Und so klein ist die Scheibenegge jetzt ja auch nicht. Also ganz ehrlich, da hätte man es gleich schlimmer erwischen können. Mal wieder überprüfen, ob die Tonlautstärke auch stimmt. So. Ja, die hatten wir auch immer. Das, genau das war die. Aber schaut euch mal an, hier können wir richtig gut arbeiten. Perfekt. Weil dann haben wir ab hier im Grunde Wiese bis nach... Oh, wie geil ist denn das? Ich feiere das gerade übelst. Ja, und dann hier einfach ganz gemütlich Wiese. Können wir natürlich weiter verwandeln zum Landstück. Aber wir haben dann eiskalt... Vor allem hier haben die Traktoren richtig geil viel Platz zum Wenden. Aber gibt echt die Feldgröße einfach mal. Muss gepflügt werden, benötigt Kalk. Scheiße, wir müssen kalken. Aber gibt euch mal, wie viel Platz eiskalt ist. Und da ist sogar eine Straße daneben. Nice. Aber, Alter. Gibt euch das Feld, das ist ein bisschen größer hier. Wie viel kann man das anzeigen lassen? Irgendwo gibt es doch bestimmt eine hier. Nee. Hä? Also es muss gekalkt werden. Und gepflügt. Das mache ich wieder in der Pause und werde dann gleich unseren Hafer wieder anbauen. Obwohl, Hafer haben wir noch genügend. Was bräuchten wir nochmal bei den Dingern? Ah ja, unser Mod funktioniert auch ziemlich gut. Deswegen konnte ich die ganze Zeit einfach Missionen hämmern, während ich während die Pferde schon gemacht wurden. Also ich musste mir nie Sorgen um die hier machen. Aber wir gehen jetzt mal in den Kaufladen und holen unseren Hühnerstall. Tierhaltung. Große 40.000. Alter, wir haben dann immer noch 100.000 auf der Kralle. Können wir uns sogar noch eine Kuhweide... Guck mal, wir können uns das hier ganz easy peasy leisten. Warte mal, die würde sogar hier hinpassen. Ich lache mich schief. Neben dem Ding einfach noch so ein schöner... wahrscheinlich könnte hier dann der Hühnerstall hin. Ja, klar. Wir haben Pferdestall. Alter, wenn du überlegst, die Kuhweide kostet am fucking meisten, glaube ich, ne? Ja, kostet wirklich am fucking meisten. Ich hätte gerne unseren Hühnerstall. Schau mal, wie wir den am besten platzieren. Warum passt der denn hier nicht hin? Kollidiert mit anderem Objekt. Hä? Kann ich das nicht irgendwie noch niedriger setzen? Da war doch irgendeine Hilfe nur. Also. Fall nach unten? Nee. So nicht. Das war drehen. Es ging doch irgendwie, die Objekte höher oder tiefer zu setzen. Ich bin mir da relativ sicher. So, da kann ich nicht irgendwie die... Warte, ich muss vielleicht als erstes die Hilfen wieder aktivieren. Bevor ich... das Landstück... Genau, jetzt kann ich das wieder. Hier. Ging es nicht? In dem 62.000?
Aber wahrscheinlich mit Landbegradigung kann das sein. Rasterplatzierung. Genau, hier wollen wir das platzieren. Rotieren und dann hätte ich gerne Platzierhöhe verändern. Ich hätte am niedrigsten Punkt. Ist der 87. Und dann Enter. Perfekt. Jetzt dürfte es nicht auch nicht die große Unebenheit sein. Ja, weil es war ja sonst immer so erhöht und jetzt habe ich es an die umliegenden Flächen angepasst. Tor öffnen. Ach, guck mal, hier kann man Hähne. Oh, ich kann Hahn kaufen. Nice. Leute, ich muss nicht alle immer selbst kaufen, sondern der Hahn. Also verschieben. Ich hätte gerne einen Hahn. Zwei Hähne. Dann hätte ich gerne ganz viel Weiße davon. Vielleicht ein paar Bräunchen. Und ein paar Schwarze. Enter. Leer bestätigen. Huch, jetzt stehen die alle da. Moin, Leute. Ist das geil. Wir brauchen natürlich jetzt noch die dementsprechende Versorgung. Also ich glaube, hier kommen dann die Eier raus. Ich bin dafür, dass wir... Wie viel kostet so ein Ding? Warte mal. Nee, da muss ich nicht falsch... hier Maschinen. Der wäre natürlich jetzt sehr praktisch. 37.000. Er wird uns das Leben um einiges erleichtern, ne? Wenn es darum geht, Palette A zu Palette B zu bringen und wenn wir jetzt ein großer Hühnerstall werden, der kann auf engen Plätzen manövrieren. Ist jetzt echt fragwürdig, weil wir haben natürlich die dementsprechenden Sachen. Was uns jetzt gerade fehlt, wäre so ein Kompakttraktor, der schnell unsere Arbeit machen könnte. So ein Kompakt... Echt, wir bräuchten halt so einen, den wir einfach zwischendurch immer nehmen könnten. So einen. Der wäre jetzt nicht doof. Weiß bloß nicht, wie viel Leistung der hat. Alter. Also übertreiben kann man mit dem Ding jetzt auch. Der hat 150 PS. Ich mag kurz mal in die Garage gucken. Nee, ich weiß überhaupt nicht, das Geld zum Fenster raus. Aber es ist echt so, zwei, da weiß ich schon, da kann der eine Traktor immer, während wir was machen, hier arbeiten. Weil der hier braucht 100 PS. Und der kann das, der kann so viel machen für uns. Weißt du, wir können viel mehr gleichzeitig machen, aber natürlich. Ich will so einen. Könnt ihr mir den? Ich will einen schönen von denen haben. Der hat mehr PS, ne? Wenn ich den hier in die größte Motorausführung hau, ne? Wie viel PS hat das Ding dann? 150. Kostet mich 93.000. Warum ist da doch ein Kreisel, der sich dreht? Er wäre aber voll schön. Mann. Könnte nicht... Ich mag den nicht so. Der hat in der Grundausführung 100 PS. Kann ich natürlich die Reifen... Motorausführung kann ich wieder auf die... Der kommt nur auf die 110 hoch. Das ist doof, wisst ihr das? Ich fett nicht. Oh. Na klar, der kann dann das und dies und jenes machen währenddessen, aber. Hallo? Das ist jetzt gerade echt. Oh, ich hasse es. Vor allem, wir brauchen ja jetzt für die dann hier Ding. Aber was zum Knabbern. Ich glaube, die produzieren so lange... Alter, jetzt sind natürlich die ganzen... Ach, guck mal, hier sind die Hühner. Da steht, wie viel von welchem Huhn wir haben. Ah! Also es fehlt Weizen, Gerste und die Sauberkeit. Und die Hähne? Machen die was? Weiß ich ja. Schwarze, weiße. Wir haben insgesamt 35 Hühner und 2 Hähne. Nice. Ha
Also die tun wir die nächsten paar Tage auf jeden Fall verkaufen. Aber Leute, das war's für diese Folge. Ich überlege mir in der Zwischenzeit, wie wir das am schlauesten machen können. Und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ciao!